Hi, ich bin Yannick von Vinado und ich stelle euch heute diesen Ferrari 488 GTB vor, der von uns Keramik versiegelt wurde. Bevor wir zum Fahrzeug gehen und alle Details uns mal anschauen, würde ich sagen, ich erkläre euch einfach mal allgemeine Informationen zur Keramikversiegelung und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt erstmal an. So, zuerst möchte ich euch ein paar Vorteile und einfach allgemeine Informationen zur Keramikversiegelung mal vorstellen. Fangen wir mit den Vorteilen an. Der erste Vorteil bei dem Fahrzeug ist natürlich der Kratzschutz. Das ganze Fahrzeug ist durch die Keramikversiegelung einfach nochmal kratzresistenter und einfach durch kleinste Kratzer geschützt. Der zweite Vorteil ist auf jeden Fall der UV-Schutz. Eine ganze Keramikversiegelung ist UV-strahlenresistent, bedeutet, wir haben einfach durch Jahre hinweg auch keine Farbunterschiede. Wir haben keine Vermattung, das bedeutet, keine Bauteile werden irgendwie matt etc. durch die Sonneneinstrahlung, sondern bleiben so, wie sie auch sind. Durch unsere Vorarbeit, die wir einfach leisten, um eine Keramikversiegelung aufzutragen, stellen wir im Prinzip ein schönes Lackbild her und konservieren genau dieses Lackbild, dass es auch über Jahre hinweg so bleibt. Wichtig ist zu sagen, dass es bei unserer Keramikversiegelung um eine Versiegelung handelt, die von Hand aufgetragen wird. Das bedeutet, unsere Versiegelung wird im Applikatorverfahren über das komplette Fahrzeug von Hand aufgetragen und im Prinzip Bauteil für Bauteil mit mehreren Mitarbeitern komplett behandelt. Bei unserer Versiegelung handelt es sich ausschließlich nicht um eine Polymerversiegelung. Bei einer Polymerversiegelung ist es im Prinzip so, dass das ganze Fahrzeug erstmal nur mit einer Sprühversiegelung eingenebelt wird, mit einer kurzen Einwirkzeit und dann wird das ganze Fahrzeug wieder schön abgerieben. Das ist bei unserer Versiegelung nicht so. Bei uns ist es wirklich von Hand aufgetragen. Das bedeutet, jede Felge, jede Tür, jedes Detail, auch Finnen, Tankdeckel, das ganze Dach wird von Hand bearbeitet und dauert dementsprechend einfach auch seine Zeit. So, fangen wir mit den Felgen an. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil heute ist sehr viel Verkehr, aber versuchen wir es trotzdem mal. Wir gucken uns die Felgen mal im Detail an. Wir haben hier natürlich jetzt Hochglanzfelgen, bedeutet, man sieht jeden einzelnen Kratzer und man sieht jede einzelne Dreck- oder verschmutzte Stelle. Gerade bei diesen Felgen war es natürlich wichtig, eine gute Vorarbeit zu leisten, bedeutet, die Felgen werden vor der Versiegelung einfach erstmal komplett von Grund auf gereinigt, bevor sie dann von uns versiegelt werden. Auch Mattfelgen können versiegelt werden. Wir haben hier auch zum Beispiel matte Stellen am Schnellverschluss, wo das Ferrari-Logo nochmal im Carbon ist. Kann man alles mit versiegeln, ist gar kein Problem. So, dann kurzer Seitenwechsel auf die andere Seite, weil hier sieht man es ein bisschen besser, so wie das Fahrzeug gerade steht. Das ganze Fahrzeug, der ganze Ferrari wurde im Frontbereich, das heißt die Motorhaube bzw. der Kofferraum beim Ferrari, sowie die Frontstoßstange und die Kotflügel wurden einfach komplett mit einer Steinschlagschutzfolie übersehen, von Werk aus. Bedeutet, das ganze Fahrzeug ist einfach von Werk aus mit dieser Folie schon ein bisschen geschützt gegen kleinste Steinschläge. Jetzt ist es natürlich auch noch möglich für uns, eine Keramikversiegelung auf diese Folie, auf diese Steinschlagschutzfolie drauf zu machen. Haben wir in dem Fall auch gemacht. Bedeutet, wir haben auch die Motorhaube sowie die Scheinwerfer sind jetzt im Prinzip damit auch dabei. Aber die ganze Frontstoßstange, die Kotflügel und die Motorhaube wurden mitversiegelt und haben jetzt einfach erstens die Steinschlagschutzfolie als Schutz und trotzdem nochmal die Keramikversiegelung mit einem gewissen Kratzschutz, der das ganze Fahrzeug vorne einfach nochmal ein bisschen schützt und einfach schön aussehen lässt. Gerade bei den Felgen haben wir es schon angesprochen. Wie sieht es mit matten Stellen bei einer Keramikversiegelung aus? Generell sind matte Stellen bzw. matte Lacke oder auch matte Kunststoffmaterialien kein Problem zu versiegeln. In der Versiegelung lässt sich auch da wunderbar auftragen und macht, was in erster Linie das Wichtigste ist, keinen Farbunterschied. Es macht die matten Stellen nicht glänzend und es bietet keinen Farbunterschied im Gegensatz zu vorher. Wenn wir uns jetzt hier beim Scheinwerfer mal angucken, wir haben im Prinzip diese Luftauslässe, einfach auch hier in matt. Es gibt natürlich aber auch matte Felgen, wie wir schon angesprochen hatten, oder im Prinzip ganze matte Fahrzeuge, wie zum Beispiel AMG-Modelle, der Cupra Formentor oder einige andere. Das ist natürlich wichtig und da kommen bei uns auch immer die Fragen an, verändert sich der Lack, verändert sich das durch die Zeit oder einfach im Prinzip wird es heller, wird es dunkler, gibt es Farbunterschiede? Dazu kann man generell einfach sagen, nein, das ganze Fahrzeug verändert sich nicht. Das ganze Fahrzeug und auch teilweise Aufkleber manche oder im Prinzip Bauteile, die einfach matt sind, können so versiegelt werden, sind eben dann nochmal mehr geschützt, aber stellen keine Veränderung her. So, und wie wir hier jetzt sehen, gerade aus diesem Winkel lässt sich natürlich gut sagen, das Fahrzeug glänzt wunderschön.
Wir können sagen, durch eine Keramikversiegelung bei lackierten Fahrzeugen haben wir natürlich ungefähr eine 20%ige Steigerung nochmal vom Hochglanz über das ganze Fahrzeug. Ich würde sagen, wir gucken uns das Fahrzeug jetzt einfach auf jeden Fall mal im Detail an. Gucken uns die ganzen Details an, die Felgen, nochmal die Motorhaube etc. einfach aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ihr könnt euch einfach mal ein Bild machen, was ihr zu dem Fahrzeug sagt. Schreibt uns gerne eure Meinung wieder in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Video und freue mich, auch euch mal mit eurem Fahrzeug bei uns begrüßen zu dürfen. Bis bald, euer Yannick von Team Vinalo. Thank you.